Heim. Da gibt es nicht viel zu lachen, das ist ja ein gängiges Vorurteil. Aber Valentina und Konrad, die sind echte Stimmungsheber. Und wenn die beiden Clowns ins Katharinenhaus nach Winnekendonk kommen, dann lockern sie die Atmosphäre schnell auf. Und sie helfen sogar dabei, dass sich demenzkranke Menschen wieder erinnern. Die Therapie-Clowns sind gern gesehene Gäste, aber das Geld ist knapp, denn die Einrichtung ist auf Spenden angewiesen und konnte die Clown-Visite noch genau einmal finanzieren. Wir waren dabei. Das ist immer so gemütlich bei dir. Die rückt dir mal so richtig auf die Pelle. Ich bin doch nicht richtig in Schuss. Bist nicht richtig in Schuss? Dann bin ich ganz vorsichtig, ja? Ja. Ganz vorsichtig. Aber so ist auch schön. Es ist einfach wunderschön, einfach zu spüren, dass sie so nah mit mir sein kann und auch möchte. Und dass sie die Hand nimmt, das tut mir wahrscheinlich fast genauso gut wie ihr. Also einfach, dass das Nähe sein darf und dass ich ihr so nah kommen darf und dass sie mir zeigt, dass sie es auch genießt. Oh, Tradel, du hast nicht geübt. Du hast nicht geübt. Okay, pass auf. Mach was mit der Maschine, ja? Na? Reicht? Wunderbar. Du weißt ja, was da drin ist, ne? Jetzt. Gute Laune für schlechte Tage. Ja. Okay. Freue ich mich immer, wenn die da sind. Warum? Was ist so gut daran? Das ist mal was anderes. Die machen Spaß und nicht immer nur kranke Leute um sich. Ne? Liebe Anna, herzlich willkommen hier im Haus und ich wünsche dir ganz viel Glück. Guck mal. Gefällst du dir? Oh Gott. Du siehst so gut aus. Du siehst auch gut aus. Ihr habt euch heute alle ein bisschen in Schale geschmissen, ne? Wenn ich so eine schöne alte Dame da sehe und ich sehe, sie ist voller Runzeln und Falten, aber ihre Augen sind so leuchtend blau, dass ich denke, wow, die war mal früher bestimmt eine echte Feger, die Frau. Dann sage ich das. Und dann erzählt die mir, dann grinst sie, ist mir vielleicht ein bisschen verlegen und erzählt mir von ihrer Zeit, wie das damals war. Boah, ey, du bist eine echte Hochklassensportlerin hier. Ja. Voll auf den Kopf. Oh. Wow. Ballonsportgruppe, Winnekendonk. Der ist ein bisschen klein geworden. Ich glaube, wenn er größer wäre, würde er noch besser fliegen. Guck mal, ja, super. Das war nur ein bisschen eingerostet, glaube ich. Das ist so simpel mit dem Luftballon, der so langsam fliegt, mit den Leuten einfach so eine, das ist ja wie ein Kommunikationsspiel. Man spielt miteinander, dass dieser Herr, der vorhin mit am Tisch saß, erst gar nicht groß reagieren konnte, irgendwann anfing, wirklich den Ball oder den Luftballon gut zu treffen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe einen neuen Hund aus dem Tierheim. Wollt ihr mal sehen? Aber eine Geschichte hat er noch nicht gelernt. Nee? Wenn ich ihn morgens aus dem Koffer hole, Valentina. Hat er dich geküsst? Ja. Das ist doch nicht schlimm. Ich glaube, dein Mann hat das gar nicht mitgekriegt. Ich bin mal froh, dass mich mal einer küsst. Es ist ganz viel Lebendigkeit, die in Kleinigkeiten entsteht. Es gibt ganz kleine, wertvolle, schöne Momente, wo ich denke, wow, das war jetzt wunderschön. Die sind gar nicht mehr so rasant oder großartig, die sind einfach besonders. Das ist wunderschön heute, bin froh, dass ich gekommen bin. Herrlich. Was gefällt Ihnen besonders gut? Weiß ich nicht, alles, dass die so freundlich sind und so nett. So einer alten Schachtel. Du kommst nämlich vom Bauernhof, ne? Und hast du nicht so ganz viele Geschwister? War das nicht so? Ja, hast du auch nicht Geld? Ja, ne? Ich bin schon manchmal traurig, wenn Bewohner versterben, klar. Also man baut ja irgendwie auch Beziehungen auf. Oder vielleicht bin ich auch manchmal traurig, wenn die Leute traurig sind. Aber eigentlich gehe ich oft raus mit so einem Gefühl von einer großen Befriedigung. Also es ist ganz oft, dass ich zu Michael sage, was haben wir für einen schönen Beruf? Ich habe ein bisschen Schiss vorm Altwerden, aber dadurch, dass ich viel mit alten Leuten zusammen bin, durch meine Arbeit, sehe ich auch, was die daraus machen.
Das hat was mit Mut zu tun. Das hat was damit zu tun, dass das Leben einfach so ist. Es ist endlich, dem müssen wir uns stellen. Es geht nicht nur immer in Richtung, oh, alles wird gut, sondern auch zu sehen, wir werden alle älter und müssen irgendwann sterben. Das gehört halt mit dazu. Es gibt mir die Chance, bewusster zu leben. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Tschüss. Alle Gaumen. So, jetzt machen wir einen harten Schnitt, denn jetzt geht es ums Mähen, Mulchen, Sägen. Wer einen Garten hat, der hat im Moment ordentlich zu tun. Wir haben vorhin ja schon über das Rasenmähen gesprochen. Jetzt geht es ums Hecke schneiden. Auch keine Arbeit, um die man sich so wirklich gerne reißt. Und